Hier sehen Sie eine Deutschlandflagge. Ja, nicht schon am Arsch. Ich denke mir so, hä, worauf kann ich mehr Gas geben? Hier sehen Sie ein Scania-Zeichen. Hier sehen Sie einen achtfachen Auspuff. Wunderschön. Nicht, ich will Vollgas, ne? Ich krieg dich nicht weggeschoben. Und wenn ich wiederkomme, gehst du fliegen. Weil bei mir bin ich AFK, das Oh Gott. und ich sehe meine. Also ich sehe dich rumfahren und bei mir leuchtet bei dir auch alles, aber ich bin halt als AFK, weil ich hier rumfliege. Hey, mein Kennzeichen hat gar keine Zahlen auf dem Trailer. Siehst du das? Was? Bei dir steht nur BE. Ja, ich gehe jetzt Da mal kommt ganz. da. So, meine Kamera ist jetzt genau in dir drin. Nein, nicht weiterfahren. Bleib stehen. Jetzt ist meine Kamera in dir drin. Toll, jetzt kann ich nicht. Jetzt kann. Fahr mal zurück, bitte. Meine Kamera buggt in dir drin. Ich kann die nicht mehr bewegen. Magst du Überhaupt meine stoppen? Kamera Ein nicht mehr. Ich Stück, bin ein gleich Stück. Ah, da. geht wieder, geht wieder. Ich muss noch einen Screenshot von deinem Truck machen. Aber die Tröten oben drauf sehen ja ganz schön scheiße aus, wie die da so drüber hängen. Ich weiß, aber es gibt kein anderes Ding dafür. So, ich bin jetzt ganz genau vor deinem Kopf. Lenk mal, filmen wir es, ob man das sieht. Oh, ja, sieht man sogar. Dein Lenkrad, wie sich das bewegt und deine Hände. Ja, cool, wenn man sich als Beifahrer reinsetzen könnte. So, dann machen wir hier ein Foto. Meine Mann da ein Foto. Meine Lackierung seht ihr dann auch nicht, ne? Bei uns heißt das so eine Flammlackierung. Ja, die ist richtig. Aber die ist eigentlich von dem DLC. Die Lackierung. Flammlackierung ist nicht vom DLC. Ja, aber Gibt diese schon. hier. Die Gibt hat schon. die. Die Flammen, die kenne ich ja, aber. Diese, die ich hier habe, die ist als DLC Seid ihr markiert. bei der Autobahnausfahrt eigentlich geradeaus weiter auf der Autobahn geblieben oder abgefahren? Wir stehen oben auf der Ausfahrt drauf. Ja. Achso, da, ja, jetzt sehe ich die Punkte. Noch ein bisschen weit weg. Speicher lieber nochmal hinter uns. Ja, mach ich auch. Besser ist. Mach nicht los, ein Mädels. Muss mal was gucken. Ja, ich kann nochmal. Jetzt bleibe ich da auch noch an den. Bin ich denn jetzt hängen geblieben? Verdammt nochmal! Oh, Peter. Leck mich doch am Arsch, Mighty Mann. Griffin Tuning Pack. Erstmal gucken. Also ich drehe mich gerade um und dann ist ein Schild in 200 Metern Parkplatz. Wir stehen hier. Fahr nochmal ein Stück ran, dann kann ich nochmal ein hübsches Foto machen. Ach, du bist halt gerade sein Ladestandbild, okay? Genau. Okay, das ist not bad, ja? Mit dem Tuning Pack. Geil aus. Ja. Ich schick dir mal kurz ein. Ach nee, mein Handy lädt ja. Scheiße. Jetzt hätte ich jetzt ein WhatsApp-Foto geschickt. Der Auspuff ist halt geil. Ich habe hier hinten diesen getunten Achter-Auspuff hinten dran. Der ist mega fett. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück und stopp. Ja, so schön. Jetzt kann ich den Zuschauern nochmal eben diese geilen Rücklichter zeigen hier. Da. Dim dim So dim richtig grell dim und fett. Ich habe 6, 9, 12 Lampen, habe ich die dim dim gerade leuchten. dim. So, weiter geht's. Was, wie weiter? Ja. Hab gar nicht geguckt, von hinten einer kommt, ich bin einfach hochgefahren. Ich hab geguckt. Schlingel! Ich empfehle Oh Gott! Sicherheitsabstand. Das kann ich auch nochmal. Vor allem, wenn die Autospeicherung gleich kommt, dann empfehle ich noch mehr Sicherheitsabstand. Warte, was fliegt mein Anhänger richtig schön hinten? Das hier mache. Voll realistisch. Ja, tu da. Es ist, wenn ich jetzt mit meinen Pfeiltasten lenke, dann haut ihr direkt rein. Ja, ich kenne das Problem, wenn man ein Lenkrad hat. Oder wenn das auf Lenkrad gestellt ist. Jemand Okay. tanken? Nö. Ich glaube, der mit dem niedrigsten Tank bist du. Oder? Nee, du hast glaube ich auch getankt vorhin, Ja, aber ich habe gleich schon wieder drei Viertel. Ich bin schon unter drei Viertel wieder. was? Was ist denn das hier für ein Rastplatz? Segag, ach so. War eine normale Tankstelle. Das Tankstellenzeichen war in der Mitte. Wie viel Liter hatten das Scania?
Weiß ich gar nicht. Ja, meiner müsste um die 1,4 haben. Ja gut, du hast ja auch nur einachsig. Ja, ist ja auch besser. Ich bin zwei Achser schon gewöhnt. Kann man viel geiler die Kurven fahren. Mir ist das nie aufgefallen, dass man damit stabiler ist. In die Kurve, wie ich mit meinem Zweiachser fahre, fliegt Marley immer raus. Marley so, kann ja auch nicht fahren. Bremsen. Bis auf 60 runter. Ja, 70 geht auch. So, zwischen 60 und 70. Ja, Wackeldackel. Ja, ist das schönes Wetter. Ja. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Ich hab schon zu viel gebremst. 30 sind doch mit langsam. Ach, dann roll ich mal ein bisschen. Philipp. 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 Oh! Und da ist er reingerissen. Hat er nicht einen kleinen Leck? Ich weiß auch nicht, was hier los Mann. Ist. Schon wieder. Liebe Zuschauer, schaut mal oben rechts auf den Totenkopf. Der wackelt nämlich auch schön. Ich habe bei mir auch einen Totenkopf. Einen Chrom. Ja, den habe ich auch. Ich hatte immer so einen Würfel drin, aber der hat hier nicht mehr reingepasst, wegen dem Tuning. Also wie gesagt, schön Sicherheitsabstand halten. Wenn ich sage, habe ich Lag. Dann sag es nicht, dann hast du auch keine. Ich will nur nicht, dass dann Matthew dann neu laden muss. Nee, ich weich aus. Funktioniert immer. Manu, bis hattest du das eigentlich auch in der Prüfung, dass dein Fahrprüfer irgendwann mittendrin Stopp gesagt hat und du voll in die Eisen gehen musstest? Diese Notbremsung. Na, Vollbremsung. Nur in einem verkehrsberuhigten Bereich. Ja, mit 30. Ja, ist ja voll an unangekündigt, ne? Wenn du weißt in der Prüfung, du musst die Bremse machen, du fährst 30, ist kein Auto unter dir. Ganz unauffällig, dass er jetzt Stopp sagt. Ja, du musst halt darauf vorbereitet sein, ja? Achtung, Bremsen, wir biegen ab. Du musst halt direkt reagieren, Kupplung und Bremse komplett durchtreten. Hatte ich auch, war ich in der Fahrschule? Gestern. Muss ich auch machen, ne? Also Stopp, ich geh voll in die Eisen, überfliegt die Sonnenbrille vom Kopf. Also nicht mein Fahrprüfer, sondern mein Fahrlehrer. Ja, Nick. Der meint so, gut, alles runtergefallen, alles gut richtig gemacht. Ist das eigentlich egal, wann man was, also man muss ja beides gleichzeitig drücken, ist ja klar. Aber ist es egal, ob man jetzt eine Millisekunde vorher Kupplung drückt oder vorher das Bremsen, ist das egal? Das ist egal. Einfach nur voll drauf auf beide, ne? Einfach nur voll drauf. Weil ich habe mir nämlich in der Theoriestunde am Freitag ein Video dazu angeguckt und da haben die uns irgendwie zwei Varianten gezeigt und eine davon war richtig und dann war ich verwirrt. Also egal, also du trittst, dieser Zeitunterschied, ja, der ist so minimal, dass es wirklich nur eine Millisekunde, ob du jetzt so schneller mit der Bremse durch bist oder mit der Kupplung. Aber du weißt, was ich meine, oder? Bremsen, erst Kupplung oder dann Bremse oder erst Bremse, dann Kupplung? Ja, das war halt in diesem Tutorial wieder, sage ich schon, in dem Erklärungsvideo. Da war das halt, dass man erst Bremse, dann Kupplung. Dass das besser ist, aber wenn man jetzt drüber nachdenkt, das zu machen, dann wird der Motor ausgehen, wenn man dann... Ja, kommt drauf an, meinst du bei einer normalen Bremsung oder meinst du bei einer Vollbremsung? Bei einer Vollbremsung. Da gibt keinen Sinn, weil bei 30 stehst du eigentlich direkt sofort. Ja, aber das war halt in dem Video, dass das mit dem X durchgestrichen, erst Kupplung, dann Bremse. Und richtig war halt Bremse und dann Kupplung, aber halt auch nur so eine Millisekunde. Und ja, ich frage mich, wenn man dann drüber nachdenkt, das zu machen, dann säuft der Sofa ab, weil man dann... säuft der Motor ab. Weil man dann drüber nachdenkt und man dann bremst und dann erst viel verzögert dann Kupplung drückt. Nein, ein Fahrlehrer müsste das eigentlich so, also hat es mir meiner erklärt, muss quasi beides sofort, wenn der Stopp sagt, sofort auf Bremse und Kupplung gleichzeitig komplett durchdrücken. Ja, das habe ich mir auch gedacht, deswegen. Dann merkst du das Stottern vom ABS, ja, dann stehst du. Ja, dann hast du so eine kleine Vibration im Fuß. Wo seid ihr eigentlich hin? Vor dir. Du bist weg? Dann den Peter verloren. Musst du mir auch Bescheid sagen. Ist so. Ja, ihr war gerade so in euer Gespräch vertieft, ich wollte euch nicht stören. Dann fahre ich erstmal 100. Ich fahr gerade 1, 2, 3, ich will nicht bremsen. Bremsen. Fährt gerade runter. Und die Motorbremse. Ihr fahrt immer weiter geradeaus, richtig? Ja. Ja. Okay. Achtung, Gegenverkehr.
Solange er nicht abbiegen muss. Weiß ich fahre nämlich einfach geradeaus durch. Du musst nicht abbiegen, aber da kommt Gegenverkehr mit 3 LKWs. Sag mir, wenn du die siehst. LKW 1, LKW 2 und 8. Ah, ja, ich hab den da ist LKW 3. Ah, okay, dann gebe ich wieder Gas. Wow! Gott sei Dank ist die LKW schon vorbei. Ich bin gerade voll auf dem Gehweg eingekommen. So, ich glaube in ein paar Minuten, Ingame-Minuten, kommt wieder die Autospeicherung. Also, pass auf. So weit hinter dir. Ja, aber wenn ich das hab, dann bleibe ich ja kurz im Boden stecken und dann stehe ich quer auf der Straße. Wird immer noch so 13. Gang manchmal. Bahnübergang. Okay, voll drüber. Oder ist Stanko unten? Der ist runter. Geht runter. Geht runter? Auf was soll das denn? Ja. Mir geht er jetzt runter. Ja, ich fahre gleich durch den Zug. Metzger jetzt unten. Mir fährt der Zug gerade schon durch. Jetzt fährt der Zug durch. Das ist aber mir durchgefahren. Eigentlich bei ETS muss man immer stehen bleiben, weil immer jemand zukommt, wenn man hier drüber will. Ja, das ist auch irgendwie alles so getimt, dass wenn du an dieser Stelle bist, dass dann die Schranken rot anzeigen und dann... Ja. ...und nicht serverweit. Ich weiß gar nicht, warum... Das war ja mal eine Zeit synchron, ich weiß gar nicht, warum die das nicht mehr synchron haben. Das frage ich mich jedenfalls. Schranken weiß ich nicht, ob die synchron waren. Ampeln ja, aber Schranken weiß ich nicht. Das weiß ich noch, die Baustellenampeln und die Schranken waren synchron. Das weiß ich noch hundertprozentig. Okay. Das war, glaube ich, die Autospeicherung. Ja, Numbus, war das bei dir in der Prüfung auch so? Dass du denn durch die 30er-Zone gefahren bist, der Fahrprüfer irgendwann Stopp gesagt hat? Ja. Ist mir auch was vom Kopf gefallen. Hä? Ist mir auch was runtergefallen. Nö. Ich glaube, das habe ich mal von außen gesehen. Nur da hat jemand, glaube ich, statt Bremse Gas gedrückt. Ernsthaft? Nee, also ich weiß nicht, was da passiert ist, weil ich noch keine Ahnung habe, weil ich ja selber noch nicht gefahren bin, aber ich glaube, der hat irgendwie Kupplung und Gas gedrückt, statt Kupplung und Bremse oder sowas. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber auf jeden Fall hat er irgendwas Falsches gemacht. Wieso ist das Auto dann hochgetourt oder was? Ich weiß nicht, er ist auf jeden Fall ein Fahrstuhlwagen gewesen und langsam gefahren. Und auf einmal so... dachte ich, aber jetzt, wo wir so drüber reden, habe ich mir gedacht, ja, das hätte vielleicht so eine fehlerhafte Vollbremsung gewesen sein. Ich bin mich voll erschrocken, als mein Fahrlehrer das erste Mal seine Pedalen genommen hat, um mir zu zeigen, wie man halt vollbremst, ne? Weil ich stand mit meinem Fuß noch so ein bisschen auf der Bremse, auf einmal war meine Bremse weg. Ich muss auch noch Fahrsimulator machen, das bietet meine Fahrschule nämlich an. Fahrsimulator bietet meine nicht an. Ja, die sagen halt, also man muss es nicht machen, aber die empfehlen das halt, weil wenn die vergleichen mit Fahrschülern, die das nicht gemacht haben, dass die halt viel länger brauchen, um erstmal richtig anzufahren und so. Ja. Im Fahrsimulator soll man das halt schon recht einfach lernen, weil das auf der schwierigsten Stufe ist, die man so haben kann. Also bei mir war es nach dem dritten Mal und ich konnte perfekt anfahren. Ich bin gespannt, wie das bei mir so ist. Achtung, Bahnübergang. Mein Fahrlehrer war immer so, ja, also normalerweise brauche ich ja 90 Minuten nur für das Anfahren, ja, bei dir dreimal. Dann sind wir zweimal, nee, die ist offen. Dann sind wir zweimal um Karree gefahren, ja, und dann hat er gesagt, jo gut, jetzt können wir eigentlich schon raus. Doch gesagt, normalerweise brauchen bei ihm die Fahrschüler 18 bis 20 Stunden. Ich brauche 12 Pflichtstunden. Ich bin mal gespannt, wie lange ich brauche. Eigentlich bin ich so ein Legastheniker bei solchen Sachen. Egal, Alphabet. Und weil ich Linkshänder bin, also ich weiß nicht, wie das ist, wenn meine Mutter sagt, weil ich Linkshänder bin, soll ich mit dem Schalten wohl auch noch ein bisschen länger brauchen. Also ich sollte es schnell hinkriegen, aber ein bisschen länger als Rechtshänder. Ich weiß nicht, ob das so sein wird. Ja, gewöhnt man sich ja dran. Du kannst auch nach England auswandern, dann kannst du links schalten. Ich habe schon mal gegoogelt, ob es ein Auto gibt, was links eine Kupplung hat. Und das gibt's wirklich. Also ein Auto, was auch mit normalem Lenkrad hat, wie wir. Was links die Kupplung hat? Ja, also es ist auch, das Lenkrad ist links und die Kupplung ist halt auch links. Das Lenkrad ist rechts. Nee, also das Lenkrad ist auch auf der linken Seite. So wie jetzt hier in unseren LKWs. Nur, dass die Kupplung, ja, die Kupplung ist immer links. Nee, also an der Tür war die Kupplung. Ja, also ist immer so. Nein, ich meine... Ach, meinst du den Schalthebel? Ja, genau. Ach so. Das war halt für einen angefertigt, der den rechten Arm verloren hat. Ach so. Also hast du Glück gelaufen. Das war so ein Automatik-Ding, damit er das mit dem linken Hand machen kann. Schalten und Lenken, das war natürlich ungünstig, wenn du es mit einer Hand machst.
bringe meinen Fahrlehrer gestern so, wir sind so durch die Stadt gefahren, weil zu chill, dass du halt nur rechts abbiegen darfst und halt geradeaus weiterfahren kannst. Wo ist Anubis schon wieder? Der ist noch in der Kurve hinter mir. Warum ja, ich hatte gerade eine Motorfehlfunktion, Entschuldigung. Da hat er halt so gesagt, ich den halt natürlich perfekt rechts abgewogen, ohne dass er was gesagt hat. Meinte so, ja, das sieht ja auch alles, der Hund. Schade, dass ich da mal gewohnt habe bis vor ein paar Wochen. Mann, ich kann ja keine Screenshots machen, scheiße. War ja in der WG. Kannst du mal Gas geben, ich habe keine Lust nochmal in die Kupplung zu treten. Ja, ich wollte rollen, weil ich Screenshot machen wollte, aber es geht ja nur, wenn man steht. Gut, ja, nur bist du eh noch nicht da, so in den 12. Gang und rollen lassen. Immer kurz bequem hinsetzen. Ich finde, Polen hat in ETS irgendwie voll die schöne Landschaft und ich fahre hier mega selten durch. Ich war hier zum Beispiel noch nie. Wo geht's denn hier hin? Nach Wrocław. Ich war hier schon, aber ich habe nie auf die Landschaft geachtet. Ich war hier ehrlich gesagt noch nie, die Straße ist bei mir noch grau. Ja, bei mir auch. Deswegen fahre ich hier lang. Aber Polen ist gar nicht so schlecht. Viel Landstraße, hübsches. Weil ich da ein bisschen beschleunigen, der Anubis kommt schon von hinten angebrettert. Ja, mit 150. Ich sollte, glaube ich, mal ein bisschen bremsen. Ja, bei der Kurve solltest du hier ein bisschen bremsen. Oh, ich hab ein Leck. Aber was pfeift bei dir eigentlich immer, wenn du sprichst? Meine Grafikkarte. Das sollte eine Grafikkarte sein, im Ernst? Ja, das ist der Lüfter. Oha. Mein PC macht doch mal keine Geräusche. Ich kann ja mal ein bisschen da reingehen, wenn wir mal kurz anhalten, dann kann ich mal da kurz reden. Oh, der Kerl da hat sich aber schön an den Rand gestellt, jetzt ist er weg. Worauf fahren wir, der Kerl? Er stand unter der Brücke auf 7:30. Komm, Nick, ich überhole dich jetzt mal. Von innen! Ich sehe nur die Lichter im Hintergrund, wie sie hin und her wackeln. Wir haben den Anubis übrigens schon wieder verloren. Ja, meine Lenkung spackt gerade, ich kämpfe gerade mit der Lenkung. Wir fahren hier mal raus bei der Tank. Ja, kannst du nochmal nachdenken, Nick. Ich hab schon wieder die Hälfte. Wow, so viel zum Thema Lenkung. Oh Mann. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen länger warten. Ja, glaube ich auch. So. Dann denke ich mal kurz, den krabbe ich mal kurz unter den Tisch, ja, und geh mal ein bisschen näher an meinen PC. So, da. Wie spät haben wir es denn Endgame? 7:32 Uhr. Ist dir das früher nie aufgefallen, wenn du musst mit dem Pfeifen? Nee. Ich hab das auch irgendwann verdrängt. Du bist so ein Arschloch. Bremst die ganze Zeit richtig schön und dann Tanke fährt da hinten drauf. Boah, du Kack-Zapf-Ding, jetzt bleib doch mal an hier. Wo da hinten? Ich kann auch bis zum nächsten Tankstopp warten, bis Nick wieder muss. Ja, dann musst du eher abbiegen dann nachher. So, Moment. Jetzt speichern. Tisch. Oh Mann. Moment. Aua. Du brauchst nicht reden, ich höre schon so. Hört man das so? Das hört sich an wie so ein Formel 1 Auto. Nein, das sind die Drehlüfter bei der Grafikkarte. Warte, ich geh mal noch ein Stückchen näher ran. Oh, jetzt bin ich im Computer. Ja, hört man das? Schön staubig da, ne? Was, staubig? Nein, der ist geputzt, ich schwör. Ich schwör auf nichts, was mir heilig ist. Ich hab meinen noch nie geputzt. Also, wenn ich das einmal mache, dann habe ich eine Rauchwolke. Aber man hat's gehört, ja? Wie so ein Formel-1-Auto, was einem hier kommt. Dann hat nur noch dieses Miau-Gefehl. Ja, genau, das fehlt jetzt noch. Mach mal, lass dein Headset auf, ne? Oder? Was, mein Headset auflassen? Du hast dein Headset auf, oder? Dein Mikrofon ist an deinem Headset. Ja. Dann nimm das mal ab und versuch mal den Formel-1-Sound nachzumachen, dass einer an dir vorbeifährt. Dann muss ich mein Mikro ein bisschen von der Empfindlichkeit runterstellen. Okay. Oder mach Dauersignal, geht ja auch. Okay. Oh mein Gott. Jason, miau. So, das müsstet ihr jetzt hören, ja? Hört sich auch so ein bisschen an wie eine Mücke. Warte, ich probier's mal, ja?
Hat's funktioniert? Nee, das war eher so eine Bohrmaschine auf der Baustelle jetzt. Ach so. Nee, wenn die was. Anubis, hör mal hin. Wenn du jetzt vorstellst, du bist an der Baustelle und da sägt jemand was. Stimmt, ja. Das ist so eine Grafikkarte, Alter. Das ist so krank. Boah, da man sägt, ey. Wie hat sich's jetzt angehört? Ja, immer noch wie eine Säge. Ach so. Dauersendmitte wieder ausmachen. Ja, bitte. Also, wenn wir Formel 1 spielen sollten, kannst du es anlassen, aber. Achso, warte, ich nehme mal das Mikrofon von meinem Handy, Nick, und schick dir meine Sprachnachricht. Ja, mein Handy liegt ja an meinem Bett. Wegen ja, hol das mal. Wir müssen eher auf den Peter warten. Okay. Dann lasse ich mein Mikrofon jetzt aktiviert und ihr könnt meine quietschige Treppe hören. Ich habe nämlich so eine Empore zu meinem Bett hoch und die Treppe quietscht immer. Mal gucken, ob man das hört. So, ja, dann wandere ich mal. Los, ja, du warst nicht da, ja? So viel passiert. Weil du nicht da bist. Das hätte noch mehr, wenn du wieder da bist.